schon. Corinne, so, da schreiben die auch mal wieder was, gell? Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann aber ist das Haupt der Frau. Schwieriges Thema. Da sehe ich natürlich irgendwann Probleme kommen, gerade wenn wir mal eine Emanzipation kriegen oder sowas. Ne? Der Mann ist Gottes Bild und Abglanz. Naja, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Ja, also das hatten wir doch jetzt schon. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Ey, sag mal. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Ja, also da hat aber jemand ein Problem, oder was? Muss man das jetzt viermal betonen? Ich bin doch nicht bescheuert, das war schon beim ersten Mal Quatsch. Nee, das geht so nicht. Da müssen wir aber nochmal, also da müssen wir nochmal ran an den... Ja, grüß Gott, hier ist Gott. Herr Corinne? Der Bernardo oder der Antonio, Corinne? Ach, der Bernardo. Ja, Herr Corinne, ich habe hier Ihren Text vorliegen mit der Frauenthematik. Für die Bibel, ja. Also, folgendes. Im Sinne der Gleichberechtigung der Frau, ne, da müssen wir vielleicht... Ja, ja, doch, doch, das haben wir langfristig schon geplant. Ja, ja, die Eva ist schon aus der Rippe von dem Adam, aber da sollten Sie jetzt nicht groß was ableiten. Das ist ja nur, weil die Ingeborg so dämlich, wissen Sie, meine Mitarbeiterin, die ist so ein bisschen, also wenn Inkompetenz auf Dummheit trifft, so kann man sich's vielleicht vorstellen. Und die hat halt die Schöpfungsgnade völlig sinnlos vergnädet und dann musste improvisiert werden. Ja. Also du machst mir jetzt mal direkt eine Eva hinterher. Das ist mir gerade egal jetzt. Das ist super, aber wie soll ich denn das machen? Wir haben doch gar keine Knete mehr. Ach. Mir fehlt doch eine Rippe. Die war doch vorher noch da. Das ist ja komisch. Also, da haben Sie jetzt was überinterpretiert, gell? Ich würde sagen, wir nehmen den Text mal raus und dann... bitte? Ah, ist schon abgenommen? Wieso, wer hat denn das? Ach so, ja. Ja, ja. Wiederhören. Günther, ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst nicht ans Telefon gehen. Günther. Das gibt's doch nicht. Auch wenn ich's nochmal lese, wird nicht besser. Günther! Hallo? Ja, ja, Sie müssen klicken. Daumen hoch abonnieren und an der Glocke bimmeln. Einfach klicken, abonnieren, an der Glocke. Sie haben es doch genau verstanden. Du lieber Gott, dann machen Sie es doch einfach.